Hey, letztens war ich auf YouTube unterwegs und da dachte ich mir so, Bibis Product Placement macht einen Song? Was? Nachdem sie, weiß ich nicht wie oft, 14.000 Mal im Video gesagt hat, wann es kommt, dann wusste ich, dass es heute ist. Deswegen habe ich es mir natürlich angesehen. Ich wusste von vorhinein, dass es einfach nur Abzocke ist. Ja, ich habe sogar das Geheimnis herausgefunden, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel lesen könnt. Und ja, das zeige ich euch jetzt. Jetzt, nach dem Intro. Hallo, Intro, komm, bitte. Okay. Das Ding ist jetzt, ich habe einen kurzen Ausschnitt der Originaldatei und den zeige ich euch jetzt. Das ganze File, also das ganze Video, könnte ich theoretisch auf. Ja, das werde ich hochladen und da habe ich dann den Download-Link für euch in die Infobox, also von Bibi ist böse. Mediafire oder so. Auf jeden Fall hier. It's late at night, I go to bed, but I can't get no rest. Das war der kurze Ausschnitt. Mit den ganzen Effekten und dem ganzen anderen Zeug sieht es dann so aus. Das ist die Originaldatei, die kann ich euch nicht lange zeigen, sonst bekomme ich noch einen Copyright Strike von Bibis Product Placement höchstpersönlich. Und das möchten wir natürlich nicht. Vielleicht habt ihr euch ja das Video wirklich angesehen. Und jetzt mal Real Talk. Das Video ist grundsätzlich ganz gut produziert. Das Video selbst ist da auch ziemlich gut. Aber der Gesang ist mehr oder weniger ziemlich schlecht. Das kann man einfach nicht anders beschreiben. Sie ist eine, ich meine, ihre Stimme ist ja ganz okay. Doch man merkt sofort, dass die Stimme auch ziemlich verändert wurde. Das heißt jetzt was? Bibis Beauty Palace ist nicht in der Lage, gut zu singen. Deswegen hat sie einfach nur irgendwas gesungen, so gut wie sie konnte, und hat diese Datei dann einem professionellen Team gegeben. Auch das Video wurde von einem professionellen Team gemacht. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute tatsächlich an diesem Video gearbeitet haben, denn da haut es dir den Vogel raus. Was? Okay. Ich habe sogar einen Kommentar von einem Fan bekommen, die auch geschrieben hat, dass sie Bibi mag, aber ich finde den Song scheiße oder so. Das blende ich euch jetzt einfach ein. Dosa. So, pum. Den genauen Wortlaut, den könnt ihr ja jetzt lesen. Oder konntet ihr gerade lesen? Wie schon gesagt, wurde das Video sehr gut produziert. Da kann man auch gar nichts dagegen sagen. Erstens aber zu unecht, das ist so, oh, ich bin die Bibi, ich bin so gut und professionell, ich bin so berühmt. Und zweitens hat es die Zielgruppe ein bisschen ausgeweitet. Nämlich auch ein paar Jungs angesprochen, würde ich jetzt mal sagen, die sich das Video für die freizügige Kleidung ansehen. Das heißt jetzt was? Das wisst ihr wahrscheinlich alle. Ja, das ist eindeutig. Was man aber sagen kann, ist, dass die Melodie selbst ja eigentlich auch gut produziert worden ist. Es hat einen gewissen Effekt, der eben, ja, so ein catchy Effekt. Weißt du, wie bei ApoRed, da war Baba Wagen, der ist ja auch dann besser angekommen. Bisschen Range Rover Main Street. Die sind dann ein bisschen besser angekommen, weil sie eben eine Hook gehabt haben, die besser angekommen ist. Aber der Text und der Gesang geht für mich einfach nicht klar. Ich meine, der Text ist einfach ein bisschen auf kleine Mädchen gerichtet. Und deswegen handelt er, ja, mein Boyfriend ist weg und das und das, ja. Interessiert jetzt, sage ich mal, so gut wie keinen. Kleine Kinder verstehen sowieso den Text nicht, also ist es ja egal. Also beim Text wurde sich keine Mühe gegeben, so wie beim Gesang. Aber sie haben das wenigstens gut bearbeitet, dass es sich ein bisschen okay anhört. Ein bisschen, okay? Man kann nicht alles mit Autotune retten. Aber einiges. Also, ja, schon so ein bisschen was. Zum Glück habe ich die Originaldatei gefunden, wo man hört, dass Bibi definitiv, definitiv böse ist. Ja, definitiv böse. Nein. Für alle Bibis-Fans, die sich jetzt getriggert fühlen, also die sich jetzt angesprochen fühlen und irgendwie beleidigt sind, es tut mir leid, aber das ist einfach nur eine objektive Meinung. Also, objektive Meinung, das geht ja gar nicht.
Ich habe das eigentlich nur oberflächlich, also objektiv betrachtet und sachlich argumentiert. Das heißt, Video haben wir, Audiospur haben wir, den Text haben wir auch. Was fehlt da noch? Bibi hat ja sehr oft erwähnt, wann das Video kommen wird und wie viel das kosten wird. Und ich finde das einfach nur eine Frechheit, dass das 5 Euro für ein einziges Lied ist. Ja, also wenn du dir die CD jetzt im Müller kaufst, zahlst du einfach 5 Euro für den Scheiß. Erstens, das Lied ist schlecht, wie wir vorher schon argumentiert haben. Und zweitens, 5 Euro für ein einziges Scheißlied. Selbst wenn du es feiern würdest, was jetzt sehr unwahrscheinlich ist. Okay? Selbst wenn du es feiern würdest, dann wäre es ja irgendwann, so nach 2 bis 3 Wochen hören, dann auch schon wieder langweilig. Und dann das ganze Gefasel, ja, unterstützt mich, ich will in das Radio kommen, ja, das ist komisch und geldgeil. Hört euch lieber die Lieder von dem Nullinger an. Der ist gut, den verlinke ich euch jetzt echt in der Videobeschreibung, der ist nämlich echt geil. Okay, nun gut, was haben wir also gelernt? Dass Bibis Product Placement nur einen Kanal für das Geld hat. Dass Julienko genau dasselbe ist, nur halt in männlich, mehr oder weniger männlich. Kann man sagen, dass das männlich ist? Kann man das sagen? Ja, mit einem Auge zugedrückt. Dann kann man doch sagen, dass sie eine Beziehung vortäuscht den Kindern. Also sie sagt, ja, ich habe euch alle so lieb. Aber im Endeffekt meint sie das nicht so. Sie will eigentlich nur ihr Geld. Sie hat nur das Geld lieb. Mhm. Und vielleicht Julienko. Außer das ist vielleicht auch so eine vorgetäuschte Beziehung. Das weiß man halt wirklich nicht. Gut, ich würde wirklich alles verstehen. Wenn sie ein neues Belu macht oder irgend sowas. Das verstehe ich ja gerade noch. Aber nein, das verstehe ich echt nicht mehr. Na gut, was haben wir noch gelernt? Ja, dass Bibi schlecht singen kann, dass sie nicht mal so gut aussieht, obwohl sie ein so professionelles Team gehabt hatte und sie versucht haben, dass sie sie irgendwie attraktiver machen. Das kann man so sagen, ja. Einfach nein, einfach nein. Wir haben jetzt so viel gelernt, dass sie morgen nicht in die Schule gehen braucht. Ha, wem fällt's auf? Morgen ist Samstag. Wow. Bernie, du bist so lustig, wirklich. Okay, mit diesem Thema gehe ich euch jetzt nicht weiter auf den Allerwertesten, denn auf sowas können wir eigentlich wirklich gut verzichten. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich ein Video über ein so lächerliches Thema machen kann. Na gut, das war's für das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Okay, dann haut rein und ciao!